Moin Moin und willkommen zurück zu FIFA Let's Play, FIFA 14, ja. Eben gerade neue Konsole angemacht, Level 2, ich habe einen Ball gewonnen. Okay. Online ist keiner, liegt vielleicht daran, dass wir keinen haben. Noch nicht. Noch nicht. Spieler habe ich leider noch nicht drauf zugreifen können, weil die Aufnahmen jetzt noch kommen von den ersten Teilen, als die ersten Teile hochgeladen worden sind. Ich möchte jetzt noch ein paar Spieler holen. Und zwar die ich die auf die Liste tue, auf meine Beobachtungsliste, in Beobachtung. Position Defense, dann Liga, ich glaube der spielt in der ersten Liga mittlerweile, in der zweiten englischen Liga. Ja, da sollst du mal ein bisschen suchen, wer sucht und wer findet. Ich glaube als RV. RV, zweite Liga. Da ist er, Chris Günther. Möchte ich drin haben? Möchte ich mal unter Beobachtung haben? Er ist erst seit 2012 im Verein. Beobachtung, Wunschliste. Dann. Nächsten Spieler. Nationalität, genau, Nationalität. Er ist Isländer. Island. AB Island. Und spielt in Italien. Da ist er. Und beobachten lassen. Er ist jetzt erst kürzlich da. Weil er erstmal so ein bisschen so beobachten wollte, was so in der italienischen Liga. Nein! Weiterentwickelt und deswegen jetzt bei Sampdoria. Ne, kontaktieren wegen Leihe oder sonst was wollen wir ihn noch nicht. Erstmal nur, dass beide beobachtet werden. So, heute das Spiel gegen Augsburg. Könnte interessant werden. Erst recht, im letzten Teil hatte ich es ja noch erwähnt, hoffe ich mal. Augsburg hat gegen Dortmund unentschieden gespielt, 1-1. Und dementsprechend heißt das für uns Pflichtaufgabe. Warum auch immer Dortmund schon 3 Spiele hat. What? Wie können die denn jetzt auf einmal 3 Spiele haben? Hä? Check ich jetzt nicht. Okay, gucken wir nochmal bei Saison. Bei Begegnungen. Wie können die denn 3 Spiele haben? Okay, deswegen. Also, ich habe keine Ahnung. Die haben am 13.8. nochmal gespielt gegen Frankfurt. Dann haben sie nochmal gegen Braunschweig am 16.8. gespielt. So, wir spielen am 17.8. Ich würde mal sagen, wir spielen echt gleichzeitig alle. Gegen Augsburg diesmal, zweites Spiel. Im Bremer Weserstadion. Und danach spielen wir gegen Dortmund. Super! Na, das kann ja was werden. Dortmund aktuell oben. Gut. Ich habe jetzt gar nicht die Aufstellung geguckt. Aufstellung, ich brauche Aufstellung. Aufstellung. Da haben wir ja so einige Talente, die besser sind und andere wieder schlechter. Aaron Hunt zum Beispiel ist schlechter geworden. Ja, aber das ist ja ungefähr bei mir zu erwarten, dass mehr schlechter werden als besser. Prödel hat sich aber hingegen Tendenz nach oben. Den lassen wir also mal drin. Moralisch, ja, moralisch angeschlagen ist Aaron Hunt, deswegen. Machen wir mal Ekici rein. Ja. So kann man das mal spielen. So spielen wir jetzt auch gegen den FCA zu Hause. Ich hoffe, dass das jetzt alles so klappt, wie es klappen sollte. Augsburg in Weiß. Ich finde ehrlich gesagt, das Augsburger Weiß finde ich eher als schönes Heimtrikot und das Auswärtstrikot, was jetzt in Grün ist, finde ich eher als Auswärtstrikot. Also das Heimtrikot, was ist auch. Und das dritte Trikot als Alternativtrikot ist eine nette Idee. Und das klassische Trikot ist das Trikot, glaube ich, ist das, was womit sie aufgestiegen sind. Ne? Sieht stark aber nach dem Auswärtstrikot aus, wenn man mich fragt. Egal, spielen sie jetzt im dritten Trikot. Regen. Aber in echt, glaube ich, gab es keinen Regen, oder?
Irgendwie waren wir danach. Egal, spielen wir heute im Regen. Haben wir umso besser. Haben wir umso bessere Chancen. Wir spielen alle gleichzeitig. Tor-News. Ah, schöne Sache. Wir können jetzt die Tore uns anzeigen lassen. Nürnberg gegen Hertha, Frankfurt gegen Bayern, Hamburg gegen Hoffenheim und Wolfsburg gegen Schalke. Da lasse ich mich mal positiv überraschen. Hoffe ich mal. Also in echt hat Bremen das Spiel, glaube ich, auch 1-0 gewonnen. Also das heißt zumindest, dass wir das auch mal machen sollten. Dass wir auch so 1-0 gewinnen sollten. Nein! Jawohl! Na, haben wir umgenockt! Ja, den auch. Oh, die sollen wir nicht umlocken, okay. Nein! Der geht zu kurz. Okay. So, jetzt aber! Jawohl! Jetzt aber auch noch da reintreffen. Na komm. Ach, shit. Oder ist das der Pott, den er einfach nur umnocken muss? Vielleicht muss ich ihn einfach nur umnocken. Getroffen haben wir ihn zumindest. Ja, 500 Minuspunkte, 10 nicht mehr, Silberrang abgeschlossen, sehr schön. Dann geht's los mit dem Spiel gegen den FC Augsburg. Willkommen im Bremer Weserstadion, Choreografie à la excellence. Bremen im ersten Spiel mit einem 0-0 gegen einen Aufsteiger. Nun geht's gegen einen Kandidaten, der bislang überrascht hat, nämlich den FC Augsburg. Wie viel kann man von den Augsburgern diese Saison erwarten? Grundsätzlich haben sie ja eher eine schwache Hinrunde und eine sehr starke Rückrunde. Wird es dieses Mal andersrum sein? Werden sie dieses Jahr 2013 gut überstehen oder werden sie eher wieder wie üblich die Rückrunde rocken? Die Bremer mit der Choreografie des Erwarten. Heute gucken wir uns mal die Aufstellung an. Eigentlich so gut wie unverändert. Elia vorne im Sturm mit Pedersen und Ikechi anstatt Aaron Hunt. Aber sonst eigentlich genau dasselbe Spiel wie gegen Braunschweig. Wie sieht es aus mit der Aufstellung der Gäste? Heute Manninger im Tor, Bobadilla mit Werner wahrscheinlich im Sturm, wie es mir stark danach aussieht. Nein, Werner im Mittelfeld, im linken Mittelfeld. Die spielen heute mit einer klassischen 4-5-1-Taktik. Ein Stürmer nur setzen. Hat ja gegen Dortmund anscheinend funktioniert und gegen Arsenal ja auch. Und los geht's. Das Spiel in der Liga ist gestartet, der zweite Spieltag am heutigen Samstag. Injovski. Gesunovic. Ah, Fehler. Hahn am Ball. Werner. Vogt. Schön zu Bobadilla, aber der kommt nicht an den Ball. Militz zur Stelle. Hätte ihn aber auch eigentlich rausrollen lassen können. Da war, glaube ich, keiner mehr am Ball. Der Norddeutsche. Möglichkeit, aber gut abgeschirmt. Carlsen Bracker verliert den Ball gegen Elia. War wahrscheinlich ein kurzer Aussetzer. Aber weiter geht's. Holzhäuser. Ah, Ballverlust gegen Juzunovic. Ekeci. Steht noch 0-0.
hier im Bremer Weserstadion. 13 Minuten gespielt, bislang mehr schauen, was der Gegner macht, als selbst zu agieren. Möglichkeit. Ah, Fehlpass. Holzhäuser. Blockt. Husinovic. Ah ja. Vogt. Und Fehler. Hier Fehlpass über Fehlpass der Bremer. Das müssen doch eigentlich die Gäste mal nutzen. Tun sie aber anscheinend nicht. Ah, war nichts. Weiterlaufen. Vogt. Nach vorn. Also ein Bragger ist das. Selassie. Mnjowski. Ah, versucht hier der zu dribbeln. Aber warum? Verhoog. Zu Hahn. Bayer. Schön vorbeigegangen, aber da passt er doch noch mal auf. Hol ihn doch noch. Augsburg ganz klar mehr im Ballbesitz. Bloß bislang gelingt denen das Tor nicht. Die kommen nicht bis zum Torhüter. Pedersen. Brödel. Husinovic. Und die erste nennenswerte Möglichkeit nicht wirklich. Selassie auf den Flügel, aber das war nicht eine gute Flanke, das war eher eine völlig verkorkste Flanke. Liegt vielleicht ein bisschen am nassen Rasen, weil Selassie kann das eigentlich besser. Hat er bislang bewiesen. Ja, Manninger bislang so gar nicht am Ball. Das ist sein erster Ballkontakt in der 43. Minute. Da merkt man, dass der Trainer noch nicht so ganz gefunden hat, was er jetzt machen kann mit dem Bremer. Selassie. Ja, Fehler wieder. Ein Wack. Vogt. Und da wird nicht aufgepasst. 0:0 bei den Bremern, wohl das Lieblingsergebnis bislang. Noch keine Tore hier. Wie es in den anderen Stadien aussieht, das kann man bestimmt in der Konferenz sehen. Mal gucken, wie es da aussieht. 0:0 hier. Leider keine Tore zu sehen. Gibt auch dementsprechend wahrscheinlich kaum Highlights. Die Highlights, die es gibt, sehen wir leider nicht, weil es keine gibt. Die anderen Ergebnisse. Der 1. FC Nürnberg führt gegen die Hertha mit 1, gegen die Hertha mit 1:0. Eintracht Frankfurt und Bayern München 0:0. Hamburg führt gegen Hoffenheim mit 1:0. Stuttgart gegen Bayer Leverkusen auch 0:0. Und Wolfsburg gegen Schalke 1:1. Ja, für uns heißt das lediglich jetzt mal so langsam treffen. So langsam sollte es doch mal sein, dass wir treffen müssen. Weil die Konkurrenz nicht schläft. Ja, aufstellungstechnisch können wir so lassen. Die zweiten 45 Minuten. Ein Wechsel gibt es. Hahn raus. Anscheinend ein bisschen enttäuschend. Ich fand ihn jetzt eigentlich leistungstechnisch auf Höhe. Husinovic. Schön zu Pedersen, aber abseits. Er wird zurückgewiffen. Abseits. Gucken wir uns das nochmal an.
Nein, Fehlentscheidung. War gleiche Höhe. Eine Fehlentscheidung. Ignowski. Schön die Möglichkeit, aber da wird aufgepasst. Die Bremer besser in der zweiten Halbzeit. Deutlich besser. Als ob es zwei verschiedene Mannschaften gewesen wären. Schmitz. Ja, verliert den Ball. Völlig, völlig unnötig. Schmitz. Schön zu Pedersen, aber Carlsen Bragger passt perfekt auf ihn. Verhoch. Schön auf den Flügel. Da kommt er dran vorbei. Nutzt er die Chance. Ja, kein Foul, weiter geht's. Klärungsaktion natürlich, Manninger ohne Probleme. So, wir wechseln. Und zwar Macchiari raus. Für ihn kommt Tjumbul. Abstoß vom Österreicher. Ja. Foulspiel, keine Ahnung warum, aber schnell ausgeführter. Freistoß, der aber leider in die Abwehr der Bremer ging. Ostrowek. Und zurück zum Torhüter. Der heute einen sehr sicheren Eindruck macht wieder. Gesunovic, verhoch. Gut gemacht. Aber auch gut aufgepasst. Und was für ein Fehler! Bombardier! Nutzt die Chance nicht. Dafür der Konter über Ekeci. Aber gut aufgepasst. Ah, Hackentrick, Weltklasse, Ignowski mit der Möglichkeit, aber da bleibt es aus. Da bleibt es aus. Und der Ball rollt ins Aus. Nun wird gewechselt. Auf beiden Seiten. Moravec rein für Holzhäuser und Macchiari raus für Tjumbul. So, wir wechseln nochmal. Und zwar ein bisschen vorne, ein bisschen neu. Ah, Ekeci ist auch schon ganz schön angeschlagen. Ne? Lassen wir trotzdem drin. Die Santo rein für Elia. Da ist er, Moravec. Schöner Pass, Bobadilla, Bobadilla! Riesenchance zur Führung für Augsburg. Aber die kriegt er nicht ganz. Das schafft er nicht ganz. Bobadilla raus. Altintop rein. Ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Darf nun für die Augsburger stürmen. Hat ja einige Weile in der Türkei gekickt. Nun spielt er halt wieder in Deutschland. Es steht noch immer 0:0, wir sind in der 84. Minute. Anscheinend wollen die jetzt ja auch nicht mehr. Schmitz. Di Santo. Eingewechselt gerade, aber kommt da nicht dran vorbei. Möglichkeit für den eingewechselten Altintop.
Aber die bleibt auch ungenutzt. 1 Minute Nachspielzeit wird dann angezeigt. Pedersen. Geht über die Flügel. Jetzt Pedersen. Möglichkeit. Und Foul. Nein. Abschluss. Ende Gelände. 0:0. Die Bremer kriegen es nicht hin, Tore zu schießen. Andersrum fangen sie sich auch keine. Sowas nennt man Doppeltrophy. Einerseits der schlechteste Sturm, andererseits der beste, das beste Abwehrbollwerk. Gucken wir uns nochmal die Großchance an. Die einzige Chance dieses ganzen Spiels. Bombardier nutzt sie nicht. Und so bleibt es beim 0:0. Ja, notentechnisch. Garcia hat perfekt gespielt im Endeffekt. Er war der beste Mann des Tages. Auf der anderen Seite her, ja, ne? Da war die Abwehr mal wieder top. Die war mal wieder spitze. Die war mal wieder toll. Die war mal wieder Weltklasse. Nürnberg und Hertha trennen sich 1:1. Frankfurt und Bayern trennen sich 1:1. Hamburg gewinnt 2:0 gegen Hoffenheim. Stuttgart trennt sich 0:0 und ich habe das jetzt nicht gesehen und ich will das vorlesen. Stuttgart trennt sich 0:0. 0:2. Wir verlieren 0:2 gegen die Leverkusener und Wolfsburg verliert 1:2 gegen Schalke. Umso besser für uns. Das heißt aber in der Tabelle, wir sind Tabellenelfter mit 2 Punkten. Ist schon mal was Tolles. Aber andersrum, glaube ich, ist unser Vorstand mal so gar nicht begeistert. Und Neuansetzung. Alter Termin 27. und jetzt der 5. Warum? I don't know. Okay, der normale Termin wäre am 28. gewesen. Der wurde verschoben auf den 27. Das geht wiederum aber wieder nicht, weil der wieder vom 27. auf den 5. verschoben worden ist. Und Hannover ist auch verschoben worden. Ey, wir spielen 2 Spiele kurz hintereinander. Das kann nicht sein, Leute. Oh. Finde Talente aus deiner Nachwuchsmannschaft. Haben wir denn irgendwie was? Bericht lesen. Haben wir irgendwie was Sinnvolles? Nee, ist immer noch alles total. Total doof. Ja, aber dafür haben wir hier, Bestleistung, würde ich sagen. Zumindest in der Abwehr. Das ist schon mal toll. Wir spielen ja immer schön zu Null. Aber andersrum ist das nicht schön für die Stürmer. Wir tun jetzt mal Pedersen raus, weil er total schlagen ist. Wir tun mal Wagner, weil es geht jetzt gegen Borussia Dortmund. Also komm, da können wir jetzt mit einer B11 antreten. Spaß. Nein, wir müssen jetzt aber ein bisschen mal darauf achten, dass wir ein paar Kräfte schon. Fritz ist immer noch angeschlagen. Ich dachte, du willst jetzt gehen. So, Dele, dann geht es jetzt weiter in diesem Verlauf. Mal gucken, was da so abgeht. So, Pressekonferenz. So, können wir jetzt nochmal Pressekonferenz abhalten. Was haben wir denn hier? Pressekonferenz möchte ich. Jupp. Erstmal den Dortmund dann genau verunsichern. Ich denke mal, das bringt leider nicht viel, aber trotzdem, wir verunsichern den Gegner, ist immer gut. 7 neue Spieler, gut. Und aktuelles aus Belgien. Was haben wir da Nettes? Was haben wir da Nettes? Was haben wir da Nettes? 2 neue Sachen. 12 Tage noch. Okay. Ja. Gut. Was ist eigentlich mit unseren Spielern, die ich hier scouten haben wollte? Läuft das hier noch? Ja, einer. Gut. Ja. Einfach mal, damit wir wissen ungefähr, wie viel wert der wäre. Also Mittelfeldspieler, klar, wir können immer gerne gut und gerne Mittelfeldspieler aufnehmen. Brauchen wir auch. So. Zack, Dortmund, jetzt kommt das Spiel. In der Tabelle, damit wir die Tabelle nochmal auf dem Schirm haben. So ein bisschen. Frankfurt Tabellenführer vor Hannover, Bayern und Augsburg.
Was haben die in der Tabelle 4. Unentschieden gespielt? Also ich bin zufrieden. Sagen wir es so, andersrum, wir sind die Mannschaft, die noch gar kein einziges Mal getroffen hat. Aber andersrum sind wir auch die Mannschaft, die noch gar kein einziges Mal ein Gegentor kassiert hat. Alle anderen Teams haben mindestens einmal schon, ne, da hat es einmal hinten gerappelt, aber andersrum vorne auch schon. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen negativ, wenn wir das noch nicht hinkriegen. So, Europa League hat sich ja noch nichts erledigt, und Champions League auch nicht, Aufstiegskombinierung, auch alles unwichtig. So, ja genau, das ist auch für den einen oder anderen wichtig, also jetzt nicht für mich persönlich, aber andersrum für Sokrates schon, der spielt ja jetzt gegen seine ehemaligen Mitspieler. Hätte ich ihn gerne auch behalten, Sokrates auf der rechten Seite, aber jetzt haben wir Selassie auf der rechten Seite, der könnte sich auch wirklich längerfristig da durchsetzen. Aber ich weiß es noch nicht, noch eine Nachricht, wo habe ich denn die Nachricht vergessen? Achso, so. Ein Vorschlag, ja, machen wir, wir wollten ja Petersen der sowieso schon, aber wenn Petersen selber sogar sagt, ach, das wäre besser, wenn ihr den Wagner da hinstellt, ja, machen wir, absolut. Ja, Hand auch noch, was haben wir denn noch da hier so Tolles? Ach ja, wir können auch die Taktik mal ein bisschen umstellen, aber andersrum, ich weiß nicht. Es hat ja eigentlich so funktioniert. Obwohl, wir stellen mal um. Wir stellen mal um auf breite Raute. So, was haben wir denn hier? Perfekte Balance gefunden. Ja, ist klar. Andersrum. Wer hätte das erwartet? Huntelaar aktuell Torschützenkönig mit Jakunan und Mandzukic. Was haben wir denn hier noch so Tolles? Transfers, Lewandowski. Ach so, deswegen. Lewandowski zu Real Madrid. Ja, ist eine nette Sache, weil ich habe mich schon gewundert, hier bei den Torjägern, wenn wir gucken, ist Schiebe auf Platz 8. Habe ich mich gewundert, warum ist bitte Schiebe auf Platz 8? Der ist doch Ersatzstürmer. Ja, richtig, der ist auch Ersatzstürmer. Ne? Soweit, so gut. Ja, soweit, so gut. Der ist auch wirklich Ersatzstürmer. Ist ja, ne, kein Ding. Bloß, wenn der Originalstürmer weggeht, ne, dann musst du natürlich Ersatz finden. Klar. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir noch in die andere Liga. Jawohl. Wir gucken jetzt mal in Deutschland. Was ist denn noch Deutschland? Die anderen Ligen sind noch nicht sehr interessant. Wir sind ja noch am Anfang des Ganzen. Deutschland haben wir da schon mal. Jawohl, zweite Liga. Bielefeld und Karlsruhe als Aufsteiger auf dem Aufstiegsplatz. Ist doch mal ganz schick. Düsseldorf und Ahlenwar haben die Kürzeren gezogen. Okay, Düsseldorf als Absteiger, ja. Pauli hat 1-0 gewonnen gegen Paderborn. Ja, aber Tendenz würde ich sagen, Köln wird wahrscheinlich aufsteigen. Auch wenn sie momentan auf Platz 9 sind, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass sie noch nicht gespielt haben. So, das war es für erstmal für mich. Meinerseits, wir sehen uns nächstes Mal wieder gegen Borussia Dortmund. Ja, die sind Tabellen, damit ich das nochmal vorher gucken kann, Tabellen 6. Das heißt also, ja, es wäre schön, wenn wir gewinnen würden mal endlich. Aber andersrum, wenn wir 0-0 spielen, haben wir zumindest gegen Dortmund auch 0-0 gespielt. Also, wir sehen uns, bis dann und tschüss.